Ricardo Brink dreht einsam seine Runden. Ein völlig kurioses Bild im zweiten Qualifying der IDM Superbikes hier in Most. Normalerweise ist an der Stelle volle Hütte angesagt auf der Strecke, weil alle noch mal nachlegen wollen. Im Moment geht das nicht, weil es in Strömen regnet. Der Einzige, der nach dem ersten Qualifying heute Morgen noch nicht qualifiziert ist, das ist Ricardo Brink. Deswegen ist er draußen. Alle anderen warten, weil sich an den Zeiten von heute Morgen eh nichts mehr tun wird. Und deswegen erleben wir zum ersten Mal einen Nicht-BMW auf der Pole-Position nach einem Qualifying der IDM 2019 und zeigen euch jetzt mal, was heute in den beiden Qualifyings so passiert ist. Wetterpoker am Samstagmorgen im ersten Qualifying. Über Nacht hatte es geregnet, 20 Grad und abtrocknende Strecke für Qualifikation Nummer 1. Aber am Anfang wurde erstmal ein bisschen gewartet in der BMW-Box und auch bei Hervant Nigon. Alessandro Polita, der einzige Honda-Fahrer im Feld, geht früh raus und schiebt sich in der Anfangsphase auf Rang 2 nach vorne. Nigon zieht dann relativ schnell nach und setzt in der frühen Phase des ersten Qualifyings die Bestzeit, die zu diesem Zeitpunkt sogar über 3 Sekunden schneller ist als das, was die Konkurrenz zu leisten imstande ist. BMW wartet, nach gut 10 Minuten geht Julian Puffe im Tandem mit Ilja Michalczyk zum ersten Mal auf die 4,2 Kilometer lange Strecke, lässt es langsam angehen. Puffe nach der ersten Runde nur 14. Michalczyk auch nicht viel besser mit Platz 12. Dann allerdings, bevor der Wetterpoker weiterging, eine Verbesserung für beide BMW. Michalczyk vor auf die 2 und Puffe auf die 5. Ricardo Brink, der hat zu lange gewartet, fährt raus und noch während seiner ersten fliegenden Runde setzt der Regen ein und der Niederländer kann gar keine Zeit mehr in den Asphalt brennen. Viele haben auf bessere Bedingungen in Q2 gehofft, um sich nochmal zu verbessern. Daraus wurde nichts. Dennoch, Ricardo Brink, der noch gar keine Zeit auf dem Monitor stehen hatte, musste raus, um sich überhaupt zu qualifizieren für die Rennen am Sonntag. Die Strecke allerdings klatschnass, keine Chance für die Niederländer auch nur in die Nähe der vorderen Startreihen zu fahren. Für ihn ging es reineweg darum, das Ticket für die Startfreigabe zu lösen. In den Boxen dagegen machte man es sich bequem und schaute mit mindestens einem Auge nach Österreich zum MotoGP, während sich Ricardo Brink schwindelig fuhr. Polesetter in Most, Hervant Nigon. Hervant, congratulations. That is the first non-BMW pole position in IDM 2019. Did you actually expect pole position when you went out this morning? Yeah, this morning the conditions are very special. I need to understand the track very fast. And I understand, you know, in endurance is the condition are many times like that. So I read the track more fast than the other. And I know I want every time push my maximum. So this morning I do that. And at the end is... Pole Position. Julian Puffe auf Startplatz 5 fürs erste Rennen nach dem Wetterpoker im Qualifying hier in Most. Wie war es aus deiner Sicht? Also wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben noch ein bisschen zu lange gewartet im ersten Qualifying. Wir haben gehofft, dass die Strecke sich noch ein bisschen abtrocknet. Sind dann rausgefahren und dann hat es gleich, wie ich aus der Box gefahren bin, schon angefangen zu tröpfeln. Und das hat uns jetzt so gar nicht in die Karten gespielt. Von daher bin ich auch nur 2 Runden gefahren. Hat am Ende für Platz 5 gereicht. Wir haben gedacht, jetzt ist vielleicht fürs zweite trocken. Sollte leider nicht sein, aber von Startplatz 5 ist noch lange nichts verloren. Ricardo Brink, that was a pretty strange qualifying day for you. Please explain what happened to you today. Qualifying one, it was of course wet, dry the track, and it was drying, and me and the team, we were talking about we wanted to make a long run on the tire, and that's why we waited long before we go out. And at the time we go out, it started to rain again, so I couldn't make one good lap. And I had no time in first qualifying. Die erste Nicht-BMW-Pole 2019 geht an Hervant Nigon auf der einzigen Kawasaki. Dahinter direkt die beste BMW mit Ilja Michalczyk und Alessandro Polita. Das die erste Reihe für Rennen 1. Stefan Kerschbaumer, der Ersatzmann für Jan Mohr auf der 4, gemeinsam mit Julian Puffe und Bobby Boss in Reihe 2. Philipp Gengelbach, Toni Finsterbusch und Marc Neumann vor Marc Moser, Pepijn Bijsterbosch und Daniel Katteininger.
Leon Langstädtler auf der 13, Jan Bühn, der ebenfalls Wetterpech hatte, genauso wie Ricardo Brink auf dem 19. und letzten Platz. Das ist eure Startaufstellung fürs erste Rennen morgen am Sonntag hier in Most. Und bei der Ausgangslage wirklich völlig ungewiss, wer hier auf der 3, auf der 1 und auf der 2 das Podium betritt. Wir lösen es auf, melden uns morgen live aus der Startaufstellung auf Facebook und dann natürlich am Dienstagabend unsere große IDM-Web-TV-Reportage hier aus Most.